Die Wasservernebler in der Straubinger Innenstadt. An besonders heißen Tagen sollen sie die Bewohner abkühlen. Eine Teilmaßnahme eines Hitzeschutzplans, der gerade in Straubing entwickelt wird. Denn die Sommer werden immer heißer. Daran will sich Straubing anpassen. Von Grau zu Grün wäre hier zu nennen. Wir wollen natürlich weg von Flächen, die sich aufheizen, die die Hitze stauen, hin zu atmenden Flächen, zu Bäumen, zu Grünanlagen, um eben diese Hitzeballungen, um dieses Hitzeballen möglichst einzuschränken. Einen Hitzeschutzplan will auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach entwickeln, gemeinsam mit Verbänden, Kommunen und Experten. Hitzeschutz ist wichtig, weil die Zahl der Hitzetoten wird pro Jahr zunehmen. Und es sind nicht nur ältere Menschen, die sterben. Wir sprechen hier auch über Schwangere. Wir sprechen über Menschen, die chronische Erkrankungen haben. Für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sind einheitliche Hitzeschutzpläne vorgesehen. Die Hausärzte könnten besonders gefährdete Patienten bei Hitzewellen telefonisch warnen. Zudem wird geprüft, ob zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst zielgenau SMS verschicken könnte. Neben Warnungen braucht es laut Sozialverbänden auch mehr Geld, etwa für Klimaanlagen in Alten- und Pflegeheimen. Und Experten fordern eine neue Infrastruktur. Es muss aber natürlich auch in Pflegeeinrichtungen so sein, dass dort Infusionen bereitgestellt werden bei Hitze, dass Notfallpläne für Krankenhäuser existieren. Also Sie merken schon, ein nationaler Hitzeschutzplan ist sehr, sehr vielschichtig und sektorübergreifend, das ist ganz wichtig. Für alle gilt, bei Hitze so viel trinken wie möglich. Dabei helfen auch öffentliche Trinkwasserbrunnen. An denen können sich Mensch und Tier eine Abkühlung verschaffen.